Ey, ich hab so ein Glück, ey. Ich hab jetzt meinen ganzen Urlaub so viele geile Magic-Karten bekommen, Digga. Ey, jetzt hier auch das neue Set, hier eine Kiste und hier so ein richtiger Oschi, ey. Oh, ich freue mich einfach so. Das ist so nice. Ich hab so Bock, richtig viel Magic zu zocken in den nächsten Wochen. Oh, nochmal. Kalle? Ja? Nico, hier, mach mal die Kamera an, Keule. Was ist denn los mit dir? Ich hocke hier schon seit einer halben Stunde. Was denn? Ja, was ist mit dir, Alter? Ruf mich mal an und dann hocke ich hier und guck zu, wie du mit deinen Karten kuschelst oder was? Ja, ich hab doch Urlaub gehabt. Hab ich dir doch erzählt, Mensch, Nico. Ich hab den ganzen Monat nichts gemacht, ganz viel gezockt und jetzt hier neue Magic-Karten. Spielst du auch Magic? Magst du es? Das ist geil. Ja. Also ich kenne das Spiel, aber ich zock das jetzt nicht so. Nee, aber vielleicht kannst du mich mal ein bisschen einweihen, ja. Weil wir sehen uns ja demnächst. Wir sind ja bald, wir sind ja bald quasi zusammen unterwegs. Wir haben uns doch letztens gesehen bei eurer Release Party. Da war ich dabei. Aber ihr seid doch gerade auf Tour. Nee. Ich verstehe das nicht. Hä? Ist doch klar wie Kloßbrühe, Alter. Also ab Hamburg bist du dabei. Also das ist in trockenen Tüchern. Also das Bett ist reserviert, das Bett ist bezahlt. Du bist ab Hamburg dabei. Bei euch mit auf Tour, da auf da bisschen rumzappeln, rumgrölen oder was? Also, nee, sorry, Nico. Also, ich finde eure Musik ja auch nicht schlecht, Junge, aber... Du hast keine scheiß Ahnung, wie krank Kastrop-Spandau abgeht. Ja. Glaube mir, Junge, du willst das erleben. Das ist unfassbar. Wirklich, das ist unfassbar. Einer der besten Live-Songs. Ich weiß nicht, Nico. Ich meine, ich habe auch viel zu... Wir haben das auch schon bezahlt. Naja, also, aber ich habe ja so viel zu tun hier. Magical, ich habe es ja gerade gezeigt. Ich habe irgendwie super viele Pakete. Alle, mit den Hunden muss ich raus... Weißt du, was das Video gekostet hat für Kastrop-Spandau? Willst du mich verarschen? Wir haben dich eingeplant. Für Hamburg, Leipzig, Dresden, Rostock, Kiel. Die ganze scheiß Woche. Das ist alles bezahlt. Bus und so. Du kannst jetzt nicht alles. Kalle, du kannst jetzt nicht einfach absagen, Freundchen. So geht das nicht. Ich habe mit der Produktionsleitung gesprochen. Das ist alles in trockenen Tüchern. Ja. Aber. Da gibt's kein Aber. Da gibt's einfach kein Aber. So, und in Berlin. Freundchen, in Berlin. Wenn du da nicht kommst, dann rast dich aus. Ja, wann geht das denn los mit Hamburg? 8.5. Hamburg. Bis zum 13.5. bist du dabei. Ob du hier bist und nicht. Was da? Ja. Okay, aber ich habe eine Bedingung, okay? Nur wenn ich auch mal dann so sagen darf, so. Hallo, Hamburg! Oder so. Dann mach ich mit. Ja. Nico, das reicht mir jetzt. Mach den weg. Nico? Ist das geil? Moin Mädels! Moin Jungs, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich war jetzt ein paar Tage nicht da. Hört ihr mich überhaupt? Hallo, Roger, Dad, Houston, wir haben ein Problem. Ihr habt es jetzt gerade schon gesehen, es ist wirklich wahr. Ich gehe mit Electric Callboy. Hier steht noch Eskimo. Denkt euch das weg. Also mit... Ja, mit Electric Callboy gehe ich tatsächlich jetzt auf Tournee. Jetzt kommenden Sonntag, am 8.5. geht es los. Für mich in Hamburg bin ich live mit auf der Stage. Natürlich nicht die ganze Zeit, aber hier und da mal. Wenn ihr also bei einem der Tourdaten, die ihr gerade gesehen habt, mit dabei seid, ja, dann ruft ihr mal, hallo, Kalle, oder so. Ich nehme euch aber auch mit. Hier auf diesem Kanal wird es exklusives Material aus dem Nightliner, von der Backstage, vom Soundcheck, von überall geben. Ne? Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich aber vor allem drauf. Und ich freue mich natürlich über die Leute, die von euch auch mit auf den Konzerten sein werden. Für die, die es nicht schaffen, wie gesagt, wird es Zusatzmaterial geben in Form von Vlogs. Und ich mache sogar Livestreams auf www.twitch.tv/Kalle. Kommende Woche wird es da spontan. Dafür solltet ihr auf meinen sozialen Medien auch aktiv sein, wird es da Spontanitäten geben. Folgt mir gerne mal auf Twitch, da bin ich generell öfter mal live. Ja, und ansonsten war der letzte Monat sehr Sparflamme hier auf dem Kanal, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen. Im Endeffekt habe ich jetzt einen Monat lang straight up Urlaub gemacht. War auch mal wieder in meiner Heimat in Bremen. Ja, und ich habe es mir ein bisschen gut gehen lassen und jetzt bin ich wieder back im Business und freue mich, ja, auch für euch hier wieder aktiver zu sein und ich schulde euch ja noch was. Aber was ich euch jetzt zunächst mal geben möchte, ist der Kastrop x Spandau Vlog bzw. Making of von dem Song und von dem Video. Da ist so viel Material entstanden, da werde ich jetzt innerhalb der nächsten 2 Wochen euch 2 Videos zu geben. Kommenden Freitag um 18 Uhr
das also die erste Hälfte. Da wird natürlich die Band auch noch als Eskimo Callboy genannt, weil damals gab es den Name Change noch nicht. Ich habe jetzt nicht nur diese Ankündigung, dass ich mit auf Tour gehe. Während der Tour gibt es auch hier eine exklusive Meldung, was euch dieses Jahr eventuell auch musikalisch noch von mir erwarten wird. Und, oder was ihr erwarten könnt. Denn wenn man mal auf meinem Kanal schaut, sieht man, die erfolgreichsten Projekte haben mit einer Katze und einem Bus zu tun oder mit Musik. Also, ne, Vlog diese Woche Teil 1. Wie entsteht der Song? Das wird ein Video. Und nächste Woche wahrscheinlich bekommt ihr sogar schon dann Teil 2, wo dann das Video gedreht wurde. Ne? Ich habe so viel Material auf meiner Festplatte, dass ich da echt genug habe, um euch hier zu versorgen mit 2 wundervollen Videos, was das angeht. Und in der Woche darauf, also da bin ich quasi schon wieder hier, bekommt ihr am Freitag dann die großen News, wie es dann musikalisch bei mir weitergeht. Auch noch in diesem Jahr tatsächlich. Und das werden also jetzt 3 interessante Wochen für euch vielleicht. Ich würde gerne trotzdem natürlich auch für die Leute, die hier für Simulation, Gaming und für meine herausragenden Fähigkeiten hier am Computer einschalten. Für die werde ich natürlich auch sorgen. Das bedeutet, wir splitten die Woche erstmal in 2 Hälften, wo ihr am Montag ein Gaming-Video bekommt. Da kann es einen Simulator geben, vielleicht auch mal einen Bus, ne? Oder auch mal was anderes, ne? Am Freitag gibt es dann immer ein Spezialvideo, der sogenannte Freitags-Shit. Die Kenner wissen, was ich meine. Ja, da gibt es irgendwas. Da habe ich einfach mal Bock, mich jetzt ein bisschen auszuprobieren, weil ich bin ein lustiger Typ, hör mal. Und die Leute lachen über mich. Und die lachen auch mit mir. Und ich glaube, ich kann mich auch in anderen Bereichen ausbreiten. Ich habe viele tolle Ideen hier oben in der Glitzerkiste drin. Aber wer weiß, was davon jetzt wirklich alles umgesetzt wird. Deswegen will ich auch jetzt keine falschen Versprechen machen. Das bedeutet aber erstmal nur, am Freitag kommt vielleicht ein anderes Video als am Montag. Also inhaltlich. Also von der Art und Weise her, weißt du, wie ich meine. So, und darüber hinaus, für die Leute, die es vielleicht auch interessiert, mir geht's besser. Ne? Ich habe jetzt wirklich schön entspannt einen Monat lang und habe mal richtig schön die Füße hochgelegt. Habe sehr viel Escape from Tarkov gespielt. Also es ist mein absolutes Lieblingsgame, muss ich sagen. Aber baue jetzt gerade zu Hause auch nochmal an meinem Setup rum. Ich bin jetzt hier gerade im Office, im Office-Studio bei Freaks for You Gaming. Achso, Stream tue ich auch 3-mal die Woche. Ja, gut. Schaltet halt ein, jeden Dienstag, Mittwoch, Donnerstag um 16 Uhr, ist klar. Ich freue mich auf die Reise. Es erwarten mich und euch eine tolle Zeit. Und was natürlich auch noch auf der Matte liegt, seit sage und schreibe 2 Jahren, ist der Das muss ich irgendein Delfin dazwischen machen, ne? Spandauer Hardbass 2. Den kriegt er auch noch. Aber da sind wir gerade tatsächlich nochmal dran. Wir wollen den nochmal ein bisschen aufmotzen. Der liegt jetzt seit 2 Jahren, liegt er da rum. Ne? Und jetzt ist der halt so, wie er vor 2 Jahren gut gewesen wäre. Er ist immer noch ein absoluter Banger. Ich habe ja schon mal, glaube ich, vor einem Jahr einen Teaser rausgehauen. Es ist absurd. Wir suchen seit einem Jahr einen Termin, wann wir das Video drehen. Und seit Corona eigentlich wollen wir dieses Video drehen. Und jetzt am Ende, ich mache extra so, weil es ist irgendwie nicht vorbei, aber es finden auch wieder Konzerte statt. Ich selber bin dabei, Großveranstaltung, ihr wisst Bescheid. Jetzt fühle ich mich bereit, ein absolutes Banger-Video vom Spandauer Hardbass 2 zu geben. Gebt mir da bitte aber noch ein bisschen Zeit, um das ordentlich zu planen, um ein geiles Video rauszuhauen. Wir haben da seit Ewigkeiten eine Crew drin hintersitzen, die richtig Bock hat. Ich freue mich. Ja, ich bin jetzt wieder da, ich habe wieder Bock, es wird wieder gezockt, es wird gemusikt, es wird gelabert, es wird gestreamt, es wird sich angefasst, Digga. Ich hoffe, ihr fasst euch auch mal an. Ansonsten abonniert gerne diesen Kanal, denn der ist einer der... Ja, ist ein Kanal in Deutschland, okay? Und deswegen, macht das scheiß Glöckchen an, Digga. Schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Die Farbe eurer Unterhose würde mich jetzt gerade mal sehr interessieren. Schaut mal gerne zwischen, ne? Und ansonsten sehen wir uns am Freitag hier auf dem Kanal wieder, ne? Adieu mit Ö. Sag ich eigentlich irgendwas am Ende? Wir müssen uns mal einen Spruch fürs Ende ausdenken, Digga. Na, tschüss. I'm a spaceman, got a rocket on my back. Spaceman, got a rocket on my animac.